Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute mache ich für euch Zitronenmannentorte. Dieses Rezept ist wenig Fett und wenig Zucker und sehr guter Zitronengeschmack. Und benutze ich vegane Bio-Mannenschlagercreme. Und wie das Torte luftig und cremig. Diese Firma vom Sojana ist in der Schweiz und er lieft auch nach Deutschland und Österreich. So, machen wir anfangen. Heute Zutaten habe ich Baubeeren, Fusalis, Mandelscheiben, habe ich aber schon gelöst, Zitrone, vegane Bio-Mandelschlagercreme, Linkermehl, gemahlene Mandeln, Avanglisaft, Sanastief, Johannisbrotkernmehl, Backpulver, Xylitol, Sojadrink, Vanillepulver, Salz. Heute benutzen Zitrone. Zitrone Bio ist besser für dieses Rezept. Und ein bisschen Rolle und das Saft einfach zum Auskommen. So, ein bisschen reiben mit das Frischgeschmack. Circa 1 Teelöffel. Aber diese innen diese Weiß lass nicht reiben, wegen Weiß ein bisschen bitter. Und Zitronensaft dazu. Siehst du, Sonnenblume ist ein bisschen einfach zum Trocken. Weiter Linkermehl. Und gemahlene Mandeln. Gemahlene Mandeln habe so viel gebraucht und das auch sehr gut für das Eiweiß. Noch Xylitol, nicht so viel. Xylitol ist eine Alternativzucker, aber diese ist nicht so süß. Ist auch gesunder Zucker. Noch Backpulver. Backpulver für diese Torte ist ein bisschen luftig. Und Sojadrink. Sojadrink auch sehr gut für diese Thai. Gut zum luftig machen. Und wichtig auch mit der Vanillepulver. Vanillepulver mit dieser Geschmacktorte, ein bisschen Vanille. Und diese Rezept braucht ein bisschen mehr Salz. Circa 1 Liter Teelöffel Salz. Alle zusammen mischen. Ganz einfach, diese Teig ist fertig. Süß und Vanillegeschmack. Einfach steigen. Und ein bisschen schlagen noch, sodass unten keine Luft. Oh, sorry, ich habe vergessen gesagt, diese Formel vorher habe ich schon eingefettet. Und jetzt lasse ich im Backofen ca. 20 Minuten backen, 175 Grad. So, ein bisschen aufräumen. Mandelschlagercreme. Avanglisaft. Sanastief.
Sanas Tipp ist, hilft diese Creme stabil. Und Johannes Brotcreme, das auch, hilft die ganze Creme, ist ein bisschen dick. Noch ein bisschen Satz, zwei Preise. Noch wichtig ist Zitrone. Ich mache ein bisschen Rolle. Und dann spürst du, diese Zitrone ist sehr weich. Und die Schaft ist auch ein bisschen einfach zum Rauskommen. Jetzt Zitrone abdrehen. Blocke ein bisschen mehr, ca. 2 Teelöffel. Okay. Das ist von vorher, habe noch das. So, mischen. Sehr frisch Zitronengeschmack. Jetzt lasse ich in den Kühlschrank. Hey, ist fertig. Ich habe es auch in den Kühlschrank gelassen. Ist wichtig, wegen wenn ein bisschen warm ist, nachher Creme alle geschmolzen. Jetzt Habiden schneiden. Zum Essen mache ich erst die Creme in diese Teil. Ca. 1 cm. Und das Deckel zu. Weiterhin dann streichen. Lass meine Scheiben, ich habe schon geröstet. Das muss auch sehr kalt ist, sonst die Creme alles schmort. Und einfach nur so. Hey, das ist eine hausgemachte Zitronenmannentorte. Das ist sehr gut für Besuch kommen oder Geburtstag. Noch ein bisschen Dekoration. Können Sie machen, was du willst, diese Früchte.
Ohohoho! Jetzt kann man essen. Hey, sehr schön. Perfekt. Sehr frisch, zitroniger Geschmack. Luftig, cremig. Gefällt dir das? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Wenn du das Torte gefallen haben, gib mir einen Like. Tschüss.